In diesem Video hier beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Gryphon, einem Kaiju, den es so ebenfalls nicht auf der Leinwand gegeben hat. Der hat ein ähnliches Schicksal erlitten wie Ghost Godzilla. Da haben wir jetzt ja im vorherigen Video drüber gesprochen gehabt. Das kannst du gerne mal nachholen, das habe ich dir da oben in der Ecke verlinkt. Und in den Kommentaren zu dem genannten Ghost Godzilla habe ich den Kommentar gefunden: Tobi, kannst du nicht mal ein Video über Gryphon machen? Also habe ich mir den Namen einfach mal geschnappt, habe nachrecherchiert und dann ebenfalls herausgefunden, ja, hierbei handelt es sich auch um ein nicht verwendetes Konzept von Toho selber. Das heißt, die Figur Gryphon an sich war schon relativ weit ausgearbeitet. Das Ganze wurde aber im Endeffekt dann verworfen. Und nein, ihr dürft jetzt hier nicht den Fehler machen und Gryphon mit Gryphon verwechseln. Das sind zwei verschiedene Kreaturen. Wir reden jetzt hier über die Variante, eben den Gryphon mit Y geschrieben, den es so nie gegeben hat. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und starten gleich mit dem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Okay, bevor wir jetzt anfangen, hier über den nicht wirklich entstandenen Kaiju zu reden, der nur auf dem Konzeptpapier verwirklicht wurde, will ich mal ganz kurz das Thema nicht entstandene bzw. verworfene Konzepte ansprechen. Denn mir gefällt das sehr gut, dass euch die Thematiken ebenfalls so gut gefallen. Deswegen werde ich in der Zukunft jetzt auch öfter mal auf bestimmte Skripte oder eben Konzepte oder Kreaturen eingehen, die wir so in den Filmen nicht bekommen haben. Ebenfalls werde ich dem Wer-Ist-Format hier auf dem Kanal, was bei euch ebenfalls sehr gut ankommt, noch das Jurassic Park und das Jurassic World Universum mit hinzuziehen und dort ebenfalls mal Konzepte aufwerfen, die es so nie in den fertigen Film geschafft haben, unter anderem Szenen oder eben auch Kreaturen. Und damit werde ich dann das Format hier auf dem Kanal so ein bisschen komplimentieren. Das heißt, wenn ihr noch ein paar Ideen habt, dann schickt mir gerne mal die Namen in die Kommentare unten rein, von welchen Kreaturen ihr mal gerne ein Video sehen würdet. Macht aber nicht den Fehler und schickt mir Links in die Kommentare unten rein. Links werden von YouTube automatisch erst einmal geblockt und die muss ich dann eben manuell wieder freischalten. Und ich schaue wirklich sehr, sehr selten in Nachrichten, die von YouTube automatisch geblockt werden. Deswegen lasst einfach sowas weg wie Hashtags und eben Links. Das kommt bei YouTube generell nicht gut an und wie gesagt, das muss ich dann eben separat und manuell freischalten. Und wenn ich das nicht mache, dann gehen eure Nachrichten eben einfach unter. Gryphon ist beschrieben als ein Greifen-Kaiju. Ich habe euch hier mal das Design eingeblendet. Und ja, der Name wird wirklich Gryphon ausgesprochen und nicht Gryphon. Gryphon selber sollte eigentlich ein Kaiju sein, der uns in dem 1996 geplanten US-amerikanischen Godzilla-Film hätte erwarten sollen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, 96, nee, Godzilla gab es doch 98 von Roland Emmerich. Das ist vollkommen richtig, ja, denn der 96er Godzilla-Film, den haben wir so ebenfalls nicht gesehen. Ich werde jetzt hier in dem Video nicht drum herum kommen, auch da mal ganz kurz drauf einzugehen. Wenn ihr aber Interesse über ein komplettes, ausführliches Video habt, wo ich das ganze Thema mal anspreche, was in dem Film hätte passieren sollen, wann, warum der Film gecancelt wurde und alle möglichen Sachen, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. In diesem Fall würde ich auch ein Video zum verworfenen US-amerikanischen Godzilla-Film von 96 machen. Und ja, tatsächlich war das die Vorgängeridee vom Godzilla-Film von Roland Emmerich. Das wäre also wahrscheinlich dann doch sehr interessant. Aus Konzepten können wir entnehmen, dass Gryphon in diesem US-amerikanischen Godzilla-Film hätte aus dem Weltall kommen sollen, ähnlich wie eben auch Ghidorah. Das heißt, der Begriff Kaiju würde laut Definition immer noch passen. Ich meine, Kaiju und Muto sind beides Begriffe, die kannst du eigentlich auf alle möglichen Kreaturen anwenden. Muto ist ja eben nur eine Abkürzung für, ich habe es dir gerade mal da unten eingeblendet, und Kaiju ist ja ebenfalls auch nur ein Überbegriff. Allerdings scheint das so zu sein, dass das Monsterverse oder auch Toho generell den Begriff Muto eher für Kreaturen benutzt, die eben nicht von der Erde kommen, beziehungsweise von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Und den Begriff Kaiju nutzen sie scheinbar eher für Kreaturen, die eben, naja, von der Erde kommen oder eben aus der Hohlerde selber. Denn unter zahlreichen Konzeptzeichnungen zu Gryphon selber wurde er ebenfalls als Muto gekennzeichnet und nicht als Kaiju, während
dessen ihr allerdings in den Textvarianten dieses Konzeptes dann wiederum als nicht verwendeter Kaiju gelistet wurde. Ihr merkt also, der Unterschied zwischen Muto und Kaiju, der wird irgendwie nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe euch die Definition der beiden Überbegriffe einfach mal hier eingeblendet. Ich meine, im Endeffekt kann das wirklich auf beide Kreaturen zutreffen. Das Design von Gryphon ist übrigens, naja, sehr wandelbar gewesen. Es gibt mehr als nur ein Design und diese verschiedenen Konzepte wurden auch immer wieder verworfen und dann kamen eben neue Kreaturen dabei raus. Das Interessante an Gryphon selber ist, und darauf gehe ich gleich auch nochmal ein bisschen mehr ein, dass dieses Wesen sich Körperteile von auf der Erde lebenden Tieren geschnappt hat und sich dann so eben einen eigenen Körper zusammengesetzt hat. Aus diesem Grund gibt es eben auch verschiedene Konzepte von Gryphon selber, da man sich eben in Konzept A gedacht hat, wir nehmen uns jetzt die und die Tiere und packen die zu einem Wesen zusammen, und in einem anderen Konzept hat man dann eben gesagt, nö, wir nehmen jetzt das und das Tier und packen das in einem Konzept zusammen. Im Originaldrehbuch wird jedoch erwähnt, dass das Monster den Körper eines Pumas, die Flügel einer Fledermaus und eine aus Schlangen bestehende Zunge mit Hydra-Kopf gehabt hätte. Also ja, das mit der Zunge wäre wirklich dann so ein Ding gewesen, dass die Zunge eben einfach Schlangen wären. Ich rede hier nicht von einer gespaltenen Zunge, wie bei einer Schlange, sondern die Zunge hätte wirklich aus Schlangen bestehen sollen. Das gesamte Konzept, man merkt es vielleicht, basiert auch auf verschiedenen griechischen Mythologien und griechischen mythologischen Wesen. Die Sache mit dem Hydra-Kopf ist jetzt eigentlich auch relativ variabel, weil auch die Hydra hier und da in verschiedenen Varianten dargestellt wurde. In der Beschreibung jetzt hier wäre die Hydra ein mehrköpfiges Echsenschlangenwesen gewesen, also wäre eben so dargestellt worden. Stan Winston hat sich dann allerdings für eine etwas andere Variante entschieden. Und ja, Stan Winston wäre mit am verworfenen Godzilla-Film von 96 beteiligt gewesen. Und ihr alle werdet Stan Winston von irgendwelchen Filmen her kennen. Von diesem Kanal hier oder auf Thematiken von diesem Kanal hier bezogen. Stan Winston ist ebenfalls mitunter die wichtigste Person, die an den Designs und an den Funktionen der verschiedenen Props von Jurassic Park mitgewirkt hat. Unter anderem war Stan Winston auch bei Terminator mit am Start gewesen und ich glaube auch bei Aliens. Und Winston hat das Modell bekommen, was eben zuerst im Originaldrehbuch geplant gewesen ist, und hat dann da noch so ein paar Sachen hinzugefügt, quasi um der Kreatur noch so ein paar kleine Abrundungen zu geben. Unter anderem enthielt Stan Winstons Idee auch noch Hinterfüße mit einer Mischung aus Krallen und gespaltenen Hufen sowie große Krallenhände an den Vorderbeinen mit Stacheln an den Fingern. Auf dem Hinterkopf des Tieres sollten sich außerdem drei Wappen befinden, was so ein bisschen darauf andeuten sollte, ja, dass dieses Tier definitiv aus dem Weltall kommt und somit auch ein paar außerirdische Elemente mit sich trägt. Gryphon selbst sollte nämlich als eine Art von Alien-Sonde dienen, das heißt, Aliens hätten Gryphon ganz gezielt zur Erde geschickt, um dort eben, naja, zu machen, was Gryphon eben dann auch getan hat oder getan hätte, wenn der Film so umgesetzt worden wäre. Im Drehbuch von Terry Rossio und Ted Elliott zum amerikanischen Godzilla-Film von TriStar Pictures aus dem Jahr 1994 wurde der Greif von einer feindlichen außerirdischen Rasse als biologische Waffe erschaffen. Das Ziel war es, die Erdbevölkerung auszulöschen, damit eben diese Aliens die Erde als neuen Heimatort benutzen konnten, da ihre eigene Welt im Sterben lag. Der nicht gedrehte Godzilla-Film von 96 hätte übrigens auch einfach nur Godzilla oder eben Gojira heißen sollen. Und das war, wie gesagt, der Vorgänger des Godzilla-Films von TriStar Pictures aus dem Jahr 1998. 1994 wurde von Terry Rossio und Ted Elliott das Drehbuch dazu geschrieben und 1995 von Don MacPherson wird das, glaube ich, ausgesprochen. Wenn es nicht so stimmt, tut mir echt leid. Da wurde das Drehbuch auf jeden Fall von diesem Herrn noch einmal überarbeitet und quasi tauglich fürs Kino gemacht. Und ja, das gesamte Drehbuch zu dem Film wurde auch fertiggestellt, jedoch dann eben verworfen. Wie gesagt, zu dem ganzen Thema gibt es nochmal ein eigenständiges Video. Ihr könnt das Drehbuch allerdings seit 2018 ebenfalls komplett einsehen. Ich habe euch den Link zu meiner Quelle rund um das Thema Gryphon natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ebenfalls habe ich euch da mal einen Link reingesetzt, wo ihr das Drehbuch zum Film einsehen könnt. Allerdings, wie gesagt, werde ich auch noch hier auf dem Kanal ein ausführliches Video zu diesem verworfenen amerikanischen Godzilla-Film machen. Nachdem Gryphon die Erde erreicht hat, sollte die Kreatur eine Armada von Fledermausdrohnen über die Erde schicken, welche dann genetisches Material von Tieren auf der Erde gesammelt hätte und die eben zurück zu diesem Asteroid gebracht hätte, mit welchem Gryphon auf der Erde gelandet wäre. Anhand dieses genetischen Materials hätte sich Gryphon dann einen eigenen Körper aus allen möglichen Kreaturen zusammengestellt. Das heißt, hier hätte man wirklich extrem frei drehen können und ich finde das Konzept an sich schon cool, dass
das wir ebenfalls auch hier geliefert bekommen haben, das Konzept aus dem Originaldrehbuch. Aber ich verstehe auch hier, warum Stan Winston sich gedacht hat, komm, wir machen da noch ein bisschen mehr mit dazu, weil wir haben nun einmal eine unglaubliche Anzahl an verschiedenen Lebensformen hier auf der Erde. Warum dann da nicht auch so ein bisschen kreative Freiheit spielen lassen und das Tier wirklich einfach gewaltig, krass widerlich machen? Unter anderem wäre vielleicht auch noch so ein riesiger Skorpionstachel ganz cool gewesen. Der hat es allerdings weder ins Drehbuch noch in ein Konzept geschafft. Das ist einfach nur so eine Idee von mir. Adlerflügel mit Skorpionstachel und einem Mopskopf oder irgendwie sowas, da hätte man auf jeden Fall ziemlich krass freidrehen können. Ja, vergesst den Mopskopf, das war gerade saublöd. Von allen Tieren, die ich hätte wählen können, nämlich ein Mops. Gryphon hätte auf diese Art und Weise ebenfalls die DNS bzw. bestimmte DNS-Zellen von Godzilla erlangen sollen und er hätte dann daraufhin gemerkt, dass Godzilla Zellen einer Urzeitkreatur hat, denn Godzilla stammte ja im allerersten Godzilla-Film noch von den Dinosauriern ab. Ich glaube, das wurde auch nie wirklich verworfen, weil ich immer sage, das war früher noch so. Das haben sie, glaube ich, auch einfach so beibehalten. Der einzige Film, der diese Origin-Geschichte, glaube ich, verwirft, ist der von Roland Emmerich, in welchem Godzilla einfach ein Leguan ist, der atomar verseucht wird. Wenn ich damit falsch liege, schreibt es mir bitte in die Kommentare unten rein. Aber Godzilla war, glaube ich, einfach schon immer ein Dinosaurier bzw. eine Abstammung eines Dinosauriers. Das wäre natürlich hier für ein Gryphon gefundenes Fressen gewesen und er würde sich deswegen dazu bereit machen, die Zellen von Godzilla komplett für sich zu beanspruchen. Um natürlich, wie soll es wieder anders sein, ein perfektes Lebewesen zu werden, denn irgendwie ist das ja so ein Ding, dass Godzillas Zellen immer zu einem perfekten Lebewesen führen, außer bei Godzilla selber, der eigentlich 100% seiner eigenen DNS hat, der ist kein perfektes Lebewesen geworden. Aber das ist auch einfach diese Toho-Kaiju-Logik. Das ist vollkommen cool. Somit haben wir jetzt also dann hier auch unsere Motivation, warum Gryphon es so stark auf Godzilla selbst abgesehen hat. Godzilla, der sich zum Zeitpunkt dieses Geschehens noch in Gefangenschaft befunden hätte, wäre daraufhin allerdings freigelassen worden. Das zwar eher widerwillig von der Menschheit selber, allerdings würden sie eben einsehen, dass nur Godzilla in der Lage gewesen wäre, Gryphon wirklich Einhalt zu gebieten, weil der immer mehr von diesen Fledermäusen losschicken würde, um Tier-DNS für seinen eigenen Körper zu sammeln. Das heißt, wir hätten sehr wahrscheinlich auch in diesem Film verschiedene Varianten, verschiedene Evolutionsformen von Gryphon selber gesehen, in welchen er sich immer mehr verwandelt und quasi immer mehr Tierteile an seinen Körper heranwachsen lässt. Was an sich, glaube ich, sehr cool gewesen wäre, denn damit hätten wir dann wirklich eine unfassbare Spannweite an verschiedenen Entwicklungen. Einfach sowas wie einen Pferdekörper mit Elefantenfüßen, Giraffenhals und dann so einen Mopskopf vorne dran, mit Walross-Zähnen. Okay, ich glaube, ich wäre sehr schlecht dafür geeignet, um für Gryphon selber ein Konzept zu entwickeln. Aber es wäre auf jeden Fall das Potenzial gewesen, sich hier wirklich kompletten Freilauf zu lassen, was eben die Kreativität angeht. Ich frage mich nur, ob Gryphon auch selber kontrollieren konnte, welche DNS von welchem Tier dann welches Körperteil produziert hätte. Weil es wäre natürlich sehr blöd, wenn du die DNS eines Löwen absorbierst und dann nur vom Löwen irgendwie den Schwanz bekommst. Oder du absorbierst eine Fledermaus und bekommst dann aber nur den kleinen Kopf von der Fledermaus. Das wäre natürlich auch sehr unvorteilhaft. Das Ganze wäre wahrscheinlich im Film eh nicht thematisiert worden. Und naja, wir hätten auf jeden Fall Gryphon immer in einem ähnlichen Design bekommen. Das heißt, der Körper wäre vom Design her immer relativ gleich geblieben. Und es hätten sich lediglich bestimmte Eigenschaften verändert und eben Kleinigkeiten damit dazu addiert. Wie zum Beispiel Flügel oder auch Reißzähne oder ähnliches. Ich muss mich hier auch gerade nochmal korrigieren. Ich habe eben gerade gesagt, dass Godzilla unter Gewahrsam genommen wurde. Das stimmt aber so nicht ganz, sondern Godzilla wäre in einen Tiefschlaf versetzt worden. Das heißt, die Menschen hätten auch schon vor diesem Film scheinbar auf Godzilla treffen müssen und der hätte jetzt dann eben wieder im Tiefsee geschlafen und wäre dann erst aufgrund dessen, dass Gryphon wieder auftaucht, dann erwacht und hätte den Kampf mit dem Kaiju aufgenommen. Denn Gryphon wäre dann, nachdem er seinen Körper für komplimentiert gehalten hätte, nach New York marschiert und hätte eben New York angegriffen. Das heißt, das Setting New York ist sogar gleich geblieben zu Roland Emmerichs Film und ich finde, dass der gesamte Aufbau des Films dann doch sehr stark an den allerersten Monsterverse Godzilla von 2014 erinnert. Ja, wir haben erst einmal nicht Godzilla, sondern wir haben eine andere Kreatur, die erst einmal auftaucht, die dann da langsam erstmal zu Kräften kommt und dann irgendwann bekommt Godzilla das Ganze mit und taucht dann im Nachhinein auf, um gegen diese Kreatur zu kämpfen. Die ganz grobe Grundprämisse ist dann doch schon sehr ähnlich. Dazu muss man jedoch aber auch ganz fair sagen, dass sehr viele Godzilla-Filme so aufgebaut sind. Also da muss man jetzt hier irgendwie nicht davon sprechen, dass der 2014er Godzilla sich an diesem Konzept hier bedient hat, sondern naja, das ist eben so eine typische Godzilla-Story. Ebenfalls können wir dem Drehbuch entnehmen, dass die Menschen Godzilla mit einem sogenannten
Beruhigungstank an seinem Hals, naja, eben zum Einschlafen gebracht haben. Dieser Tank wäre also so etwas wie eine Betäubungsmaschinerie, die eben an Godzilla befestigt worden wäre, damit der nicht weiter für Chaos sorgen kann. Aufgrund dessen hätte Gryphon auch zu Beginn des Kampfes, beziehungsweise im ersten Aufeinandertreffen der beiden, die Oberhand gewonnen und hätte diesen Kampf für sich entschieden. Dann haben wir jetzt hier zwei verschiedene Varianten der Ideen, die hätten passieren sollen. In der einen Variante hätte sich Godzilla selber von diesem Tank befreit und dann erneut den Kampf gegen Gryphon aufgenommen und diesen Kampf dann ebenfalls auch gewonnen. In der anderen Variante hätten die Menschen sich entschieden, ihm diesen Tank vom Hals abzunehmen. Ich muss sagen, ich finde die zweite Variante dabei ein bisschen interessanter, denn ich mag es immer, wenn die Menschen einsehen müssen, dass sie eigentlich Godzillas Hilfe brauchen und dann feststellen müssen, dass Godzilla eigentlich gar nicht der Böse in der Geschichte ist. Ach ja, auf die Frage, wie Godzilla Gryphon hätte dann töten sollen, er hätte ihm den Kopf abgerissen. Das wäre das Ende gewesen. Ist schon sehr brutal. Allerdings muss ich sagen, da finde ich diesen Kiss of Death, den Kuss des Todes aus Godzilla 2014, den er dort dem Muto zugefügt hat. Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass Toros Vereinbarung mit TriStar es ihnen verbietet, eigene Monster zu erschaffen. Das heißt, das ist so ein Gerücht, das gibt es relativ häufig im Internet, ähnlich wie auch die ganze Legendary und Toro-Kontroverse, wo es auch lange Zeit hieß, ja, die dürfen keine Filme machen, weil die jetzt Filme machen. Das ist alles kompletter Bullshit. Das ist so nicht in diesen Verträgen geregelt. Ebenso war das hier nicht in dem Vertrag so geregelt. Toro sagte laut diesem Gerücht angeblich zu TriStar, dass ihr Godzilla, wenn er gegen eine andere Kreatur kämpfen sollte, eine Toho-Kreatur sein müsse. Die beiden Monster, die Toho angeblich angeboten hat, wären King Ghidorah oder eben Mothra gewesen. Und wie gesagt, das Gerücht stimmt eben einfach nicht. Das ist vollkommen gelogen. Denn sehr viele behaupten, dass das der Grund gewesen ist, warum der Film dann eben nicht zustande gekommen ist, weil man sich eben nicht einigen konnte, weil da TriStar eben ihren Gryphon ins Rennen schicken wollte und Toho angeblich gemeint hat, nö, wir wollen auf jeden Fall Ghidorah oder Mothra sehen. Ja, wie gesagt, das stimmt nicht. Das ist kompletter Bullshit. Ich habe euch den Link und alles unten reingesetzt. Das könnt ihr gerne mal nachlesen. Dieses Gerücht ist wirklich sehr hartnäckig, aber von Toho selber wurde ganz klar gesagt, das war so nicht gewesen. Tatsächlich war die Geschichte ein bisschen andersherum, denn ursprünglich wollte TriStar sogar dem Godzilla, der jetzt hier in der Variante gegen Gryphon hätte kämpfen sollen, gegen King Ghidorah kämpfen lassen. Allerdings haben sie dann erfahren, dass man, um King Ghidorah für einen Film zu bekommen, erst einmal eine Lizenzfreigabe von Toho selber bräuchte und das dauert eben einige Zeit lang. Aus diesem Grund haben sie dann begonnen, Gryphon zu entwickeln und damit dann eben quasi das King Ghidorah-Szenario zu ersetzen. Und das macht auch Sinn, wenn man das Ganze weiß, denn auch Ghidorah kommt ja ursprünglich aus dem Weltall, Gryphon ebenso, von daher haben sie dann diese Grundprämisse schon einmal beibehalten. Einer der Gründe, warum der Film dann aber nicht produziert wurde, ist der, dass die Filmemacher, die Produzenten nicht genug Geld bekommen haben und das Budget wurde sehr stark eingegrenzt. Und daraufhin sind dann auch schon Regisseur, Special Effects, Artists und ähnliche von dem Projekt abgesprungen. Im Endeffekt hatte man dann eben noch das Drehbuch da liegen, aber niemanden, der das Drehbuch in einen Film verwandeln konnte. Und ja, warum man dann allerdings so stur geblieben ist und das Budget einfach nicht nochmal erhöht hat, das weiß ich jetzt gar nicht. Das wird sehr interessant, wenn ich da mal das Video über diesen Film mache, also ein ausführliches Video über den verworfenen Godzilla-Film mit Drehbuchanalyse. Denn da werden wir dann auch mal darauf eingehen, was denn dieser Film hätte kosten sollen und was dann wirklich Roland Emmerichs Film im Vergleich dazu gekostet hat. Wir müssen uns hierbei aber auch mal vor Augen halten, dass Roland Emmerichs zweiter Godzilla-Film nur deswegen nicht zustande gekommen ist, da auch er für den zweiten Film zu wenig Budget bekommen hat. Und kleiner Spoiler, diese beiden Budgets, die zu hoch gewesen wären für einen zweiten Godzilla-Film von Roland Emmerich plus eben auch für einen Godzilla-Film mit Gryphon, diese Budgets ähneln sich dann doch sehr von der Größe her. Also da hat man sich anscheinend wirklich für einen US-amerikanischen Godzilla-Film einfach einen ganz rabiaten Cut genommen und eben gesagt, ihr bekommt so viel dafür, macht eben auch was da draus. Es ist zweimal ist es dann in die Hose gegangen und zweimal gab es deswegen ursprünglich geplante Filme nicht. Nach weiteren Umschreibungen des Drehbuchs hat man sich dann letztendlich tatsächlich Roland Emmerich geangelt. Wie gesagt, für den allerersten Godzilla-Film, denn der hat nicht so viel Budget verschluckt wie jetzt eben
Der allererste Godzilla-Film mit Glühhorn hätte es getan. Allerdings kommen wir dann zum ähnlichen Problem wieder, wenn wir dann über die Fortsetzung von Roland Emmerichs Godzilla-Film sprechen. Kommen wir jetzt nochmal zu den Fähigkeiten, die Glühhorn an den Tag legen hätte sollen. Natürlich hätte Glühhorn sowohl mit seinen großen Klauen und seinen Reißzähnen auch einfach angreifen können wie ein normales Tier. Allerdings wird hier auch seine Hydra-schlangenmäßige Zunge erwähnt. Die hat nämlich die Fähigkeit, dass wenn man sie einmal abschlägt, sie eben einfach dann doppelt so viel nachwächst. Da stellen sich mir jetzt wieder wirklich ein paar Fragen, zum Beispiel, ist das wichtig? Also kann die Zunge auch irgendwie angreifen in irgendeiner Variante? Hat er die vielleicht einfach auch in die Länge ziehen können und ausspucken können? Und was ist, wenn du diese Zunge dann wirklich immer wieder abschlägst und da kommen immer mehr Zungen bei raus? Das wäre doch eigentlich auch ziemlich blöd für Glühhorn selber. Naja, wie schon in einem anderen Video erwähnt, jede Fähigkeit muss auch irgendwie einen krassen Nachteil haben. Von daher ist das schon irgendwie cool so. Allerdings wäre diese ganze Hydra-Fähigkeit irgendwie cooler, wenn das Glühhorns Kopf selber betreffen würde und er dann Hydra-ähnliche Köpfe bekommen hätte und eben nicht seine Zunge. Und da kommen wir jetzt wieder an den Punkt und an die Frage, kann der sich aussuchen, wofür er welche Fähigkeiten benutzt? Scheinbar aber nicht, denn naja, wie gesagt, diese Fähigkeit würde bei allem mehr Sinn machen, außer bei der Zunge. Ebenfalls hätte Glühhorn elektrische Stöße mit seinen Flügeln produzieren und auf seine Gegner schießen können. Dazu ist jetzt nicht mehr beschrieben, wie das Ganze hätte ablaufen sollen, sehr wahrscheinlich aber einfach durch eine Art von Reibung. Es wird jedenfalls darauf eingegangen, dass Glühhorn seine Flügel derart schnell hätte bewegen können, dass er mit der Windreibung Elektrizität hätte erstellen können. Die Gestaltenwandlung ist hier, genau wie auch bei Ghost Godzilla, als eine Fähigkeit von Glühhorn angegeben. Nur ist das Ganze ein bisschen anders beschrieben. In Ghost Godzilla war das Ganze ja so, dass der sich hat in verschiedene Körper hineingeistern können und dann eben die Körper besetzen können. Glühhorn hat hier eine Gestaltenwandlung, logischerweise, indem er seine Fledermaussonden ausschickt, die dann einfach weitere DNS von anderen Tieren anschleppen und somit den gesamten Körper von Glühhorn verändern. Das heißt, Glühhorn würde jetzt hier nicht irgendwie den Fall aufmachen können, dass man nicht weiß, wer da draußen ist jetzt Glühhorn, weil du erkennst ihn halt trotzdem. Ob er jetzt halb Elefant, halb Mensch, halb Affe, halb Nilpferd ist oder halb Dackel, halb Eidechse, halb Fledermaus, halb irgendwas, der wird immer irgendwie herausstechen durch seine Fähigkeiten, durch sein optisches. Hierbei geht es lediglich nur um seine Fähigkeiten, die sich dann ebenfalls auch den Tieren, die er für sein Aussehen genommen hätte, angepasst hätte. Jetzt kommen wir noch zu einer sehr, sehr interessanten Fähigkeit von Glühhorn, nämlich der Intelligenz. Denn das Ganze hätte laut Konzepten so ablaufen sollen, dass Glühhorn nicht einfach nur die DNS der Tiere in sich aufgenommen hätte für das bloße Aussehen, nein, er hätte ebenfalls Erinnerungen und Gedanken dieser Tiere mit absorbiert. Hierbei hätte er also ebenfalls Godzillas Schwäche erfahren. Die Beschreibung sagt uns hier, dass Glühhorn die DNS oder das Genom von einer Person erlangt hätte und dann dadurch herausgefunden hätte, wie man Godzilla aufhalten kann. Der Name der Person ist Pike, also P-I-K-E. Ich schätze mal, das ist eine Person, die wir auch erst im Film hätten kennenlernen sollen. Wie gesagt, das klären wir dann eben alles, sobald dann das Video rauskommt zu diesem nie erschienenen Godzilla-Film. Das ist natürlich auch eine ultra interessante Herangehensweise, dass diese Kreatur auch sämtliche Gedankengänge von uns aufnehmen kann. Denn ja, auch von uns Menschen scheinbar, denn auch wir sind ja nur Tiere auf diesem Planeten. Und somit könnte er in der Theorie auch sämtliche Schwächen von allem und jedem daraus herausfinden, wenn er eben genug Zeit gehabt hätte, bevor Godzilla ihm dann eben den Kopf abgerissen hätte. Und das war's jetzt hier mit der Kreatur Glühhorn. Und ich muss wirklich sagen, ey, das bringt dieses Tier trotzdem nochmal ins Toho-Universum rein. Ich finde das gesamte Konzept dahinter sehr interessant und mir gefällt am besten diese Intelligenz, dieses Aufsaugen von Wissen, das wir uns angeeignet haben. In dem Fall, dass Glühhorn sich eben, naja, unsere DNS, unser Genom für sich selber nimmt. Jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu Glühhorn selber? Wie ist deine Meinung zu seinen Fähigkeiten? Schreib mir all deine Gedanken in die Kommentare unten rein und wie gesagt, wenn du noch eine Idee hast, um welchen Kaiju ich mich nochmal kümmern soll, schreib es mir in die Kommentare unten rein. Bitte ohne Link, ohne Hashtags, einfach nur mit der Idee in einem kurzen Text runtergeschrieben. Ich lese mir das auf jeden Fall durch. In diesem Sinne, vielen Dank euch schon mal für die Ideen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.